Ja, servus Leute, ein Aska am Start. Heute ein kleines Video über NFC-Sticker bzw. Near Field Communication Aufkleber. Das sind diese Teile hier. Wo ihr die herbekommt, könnt ihr unten in der Videobeschreibung einen Link finden. Die sehen ganz lustig aus. Ist dieser kleine grüne Android-Droide drauf und die haben eine Kapazität von 512 Byte. Ja, richtig gehört, Byte. Klingt nicht viel, ist aber für das, was man damit machen kann, natürlich absolut ausreichend. Und ihr braucht natürlich ein NFC-fähiges Endgerät. In dem Fall habe ich hier einen Sony Xperia Z1. Erkennt man meistens auch im Prinzip hinten an den Geräten, je nachdem wo das halt angebracht ist, an diesem NFC-Symbol. Und was ihr natürlich noch braucht, ihr braucht ein NFC-Tool, um die Sachen zu beschriften. Kriegt den Play Store, gebt einfach mal NFC ein. Es gibt natürlich mehrere. Ich zeige euch heute hier NFC-Tools. Gehen wir mal hier rauf. Und das ist ein kostenloses NFC-Tool. Ist vielleicht nicht ganz so umfangreich wie die kostenpflichtigen, aber man kann im Prinzip alles Wichtige mitmachen. So, natürlich haben wir jetzt ein Anwenderbeispiel mir ausgedacht. Und Anwenderbeispiel wäre jetzt zum Beispiel die Autofahrt. Dafür gehe ich auf Tasks. Gehe auf Add Tasks. Ja, das wollte ich jetzt mal nicht, weil es ist zu weit. Dann haben wir hier die ganzen Dinge, die wir hinzufügen wollen, können, müssen, wie auch immer. So, das Erste, was ich möchte, wenn ich ins Auto gehe, also ihr müsst euch vorstellen, ich möchte diesen Sticker dann praktisch im Auto platzieren. Das Erste, was ich möchte im Auto, ist natürlich einmal, dass Bluetooth eingeschalten wird. Und zwar, damit es mit meiner Freisprechanlage verbunden wird. Jetzt kann ich aber auf Enable stellen, aber das bringt mir ja nichts, weil ich es dann immer wieder manuell ausmachen muss. Deswegen schalte ich auf Toggle. Toggle bedeutet so viel, wenn es aus ist, wird es automatisch angeschaltet. Und wenn es an ist, wird es automatisch ausgeschaltet. Und das will ich ja auch machen, indem ich das Auto, wenn ich das Auto verlasse, möchte einfach wieder drüber halten, dann geht Bluetooth wieder aus. Genau, deswegen schaltet man es auf Toggle. Okay. So, dann möchte ich natürlich mein Navigationssystem starten. Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich habe natürlich kein Navigationssystem jetzt hier drauf. Ja, aber nehme einfach mal eine andere App, nehme einfach mal die Taschenlampe. Stellen wir uns einfach vor, die Taschenlampe wäre jetzt meine Navigations-App. Und, hab's doch eben schon ausgewählt gehabt. Irgendwas ist schief gelaufen. Moment, Taschenlampe. Ja. Vorführeffekt. Achso, ich muss auf OK gehen, ja. Sorry, kein Vorführeffekt. Das sage ich das nächste zu, was ein Effekt das war. So, dann machen wir Add Task. Dann möchte ich natürlich noch meinen WLAN ausschalten. Das ist ja momentan in der Regel immer an zu Hause. Aber wenn ich im Auto bin, bringt mir WLAN relativ wenig. Und auch hier mache ich Toggle, weil wenn ich aussteige, brauche ich ja eventuell wieder WLAN. Und gehe auf OK. So, momentan haben wir es jetzt geschafft, Bluetooth ein- und auszuschalten, die Navigationssoftware zu starten und Wi-Fi ein- und auszuschalten. So, und dann gehen wir auf Add Tasks. Was könnte man im Auto noch gebrauchen? Mobile Daten natürlich, genau, weil es gibt natürlich Mobilgeräte mit GPS eingebaut, da braucht ihr das nicht unbedingt, aber wenn ihr über Mobilfunknetz navigieren müsst, wollt, was auch immer, dann muss das natürlich auch eingeschaltet werden. Auch hier gehe ich natürlich auf Toggle. Und so, jetzt nochmal zur kurzen Erklärung. Momentan ist ja mein Bluetooth aus, durch Toggle erreiche ich beim einmaligen Drüberziehen, dass eingeschaltet wird und das Navigationssoftware gestartet wird. Da WLAN momentan an ist und ich ziehe es drüber, geht WLAN aus und mobile Daten sind auch momentan aus, wenn ich zu Hause bin, aber ich gehe ja dann im Prinzip durch Toggle an. Also ich mache nichts anderes wie einmal drüber ziehen. Bluetooth geht an, mobile Daten gehen an, Navigationssystem wird gestartet und WLAN geht aus. Also fast schon das Perfekte. Ich fahre mit dem Auto durch die Gegenprofil. Und das Ganze wollen wir natürlich jetzt schreiben. Ihr seht hier oben schon, wie viel Speicherplatz es braucht. Und dieser Knopf, ihr müsst einfach Write wie Schreiben klicken und müsst diesen Tag hinten dran halten. Und dann hoffen wir, dass es auch gleich geht. Ja, perfekt. Write complete. Manchmal ist es nämlich ein bisschen störrig, das Ganze. Und dann schreibt er fünfmal, hat nicht geklappt, aber jetzt hat es tatsächlich geklappt. Ich bin ja begeistert. Und jetzt stellt euch vor, ich habe das Teil im Armaturenbrett hängen und berühre einfach mein Telefon. Zack. Und, naja, Vorführeffekt, habe doch schon gedacht, es bleibt nicht aus, dass ich heute einen Vorführeffekt habe.
Ihr seht, im Prinzip ist mein in Anführungszeichen Navigationssystem gestartet. Ja, das ist natürlich die Taschenlampe, ist klar. Und ihr seht da oben, mein WLAN-Symbol ist weg und mein Bluetooth-Symbol ist da. Das heißt, er hat mir Bluetooth eingeschalten, WLAN ausgeschalten und Navigation gestartet. Das heißt, ich bin mit der Freisprechanlage verbunden, mein Navigationssystem läuft und ich spare Akku, da mein WLAN deaktiviert worden ist. Das ist zum Beispiel so, was ich euch noch zeigen wollte, wäre zum Beispiel hier oben bei Add Record, eins zu weit, haben wir hier zum Beispiel die Möglichkeit, Text zu hinterlassen. Ja? Stellt euch irgendeine Schnitzeljagd oder sowas vor. Ich gebe jetzt irgendeinen Text ein, gehe auf OK und hinterlasse den einfach mal auf einem NFC-Stick. Sticker, nicht Stick. Right Error. Perfekt, hat geklappt. Und jetzt zeige ich euch das hier. Im Prinzip, wenn ich das drunter halte, dann wird sofort dieser Text geöffnet. Ihr könnt also im Prinzip Nachrichten hinterlassen damit. Ihr könnt auch zum Beispiel, gerade das Thema Schnitzeljagd war ganz okay. Ihr könnt auch hier zum Beispiel Länge und Breite gerade eingeben, was auch ganz interessant ist für irgendwelche Geschichten. Ihr könnt euch auch euren Kontakt hinterlassen. Ihr könnt auch E-Mail könnt ihr auch hinterlassen, aber ihr könnt hier zum Beispiel eine Webadresse hinterlassen. Ja, ihr könnt das im Prinzip wie eine Werbung verwenden und könnt zum Beispiel auch euren YouTube-Kanal damit bewerben, etc. Also Möglichkeiten gibt's viele damit. Man kann viel mit rumexperimentieren, man kann viele verschiedene verrückte Sachen zusammenstellen. Ganz findische Leute programmieren natürlich ihre ganzen Sachen sogar komplett selbst. Da muss man sich dann noch ein bisschen mehr reinsteigern. Aber mit solchen Programmen, ihr könnt ja mal verschiedene durchprobieren, kann man auch schon viel erreichen. Ihr könnt zum Beispiel neben euer Bett eins machen und könnt zum Beispiel die Alarmzeit stellen. Ihr könnt sagen, dass wenn ihr ins Bett geht, dass halt das Ganze auf stumm geschaltet wird, dass der Alarm eingeschaltet wird. Morgens zieht es wieder drüben, wird wieder auf laut gestellt, der Alarm wird ausgemacht, etc. Also im Prinzip, es gibt nahezu unendlich viele Möglichkeiten, das Ganze zu nutzen, für eure Zwecke, zu Werbezwecke, was auch immer. Ist eine absolut coole Sache, macht viel Spaß. In diesem Sinne, macht's gut, euer Asker, ciao.